Und dass ich hier in Wuppertal stehe, ist für mich von ganz großer Bedeutung. Denn manche von Ihnen werden noch wissen, früher dachte man so, wenn Positionen frei wurden in der chemischen Industrie, das machen dann die Chemiker oder Chemikerinnen. Meistens Chemiker, die können sowieso alles. Es gibt ja andere Berufsgruppen, die auch noch meinen, sie können alles. Ja, und so wurde ich Vertriebsdirektor bei Sachtleben in Duisburg, die produzieren Titandioxid. Und ich hatte überhaupt gar keine Idee und keine Ahnung, was das überhaupt heißt, Vertrieb. Ich war vorher 5 Jahre Forschungschef dieser Gesellschaft. Und mein Vorgänger, der so aus der Nachkriegszeit verkaufte nach dem Motto, da wird geforscht, da wir produzieren, stellen das auf den Hof und du verkaufst es, der ist dann so durch die Lande gezogen, hat das alles so verkauft, das war auch kein Problem. Er hat nur in den letzten Jahren seiner Tätigkeit als Vertriebsdirektor Produkte produzieren lassen, die gar keiner haben wollte. Das hat mich damals, als er sagte, da ist das Lager, soweit das Auge reicht, 3 Paletten hoch, Fußballplätze hatte man angemietet, um ein Produkt zu lagern, was gar keiner haben wollte. Das erinnert mich an die Geschichte von Kurt Tucholsky, der hat ein Polymer entwickelt, der Erfinder in dieser Story, ein Polymer entwickelt, was keiner haben wollte. Das nannte er dann Nihilit. Es kam mir sofort der Gedanke, der hat mir Nihilit hinterlassen, was mache ich denn mit dem? Es war schon smart, also es war die Herstellung eines Bohrbeschwerungsmittels, normalerweise nimmt man Schwerspann, wegen der Dichte, aus Pyritabrand. Wir hatten eine große Schwermetallfabrik mit Pyrit und Riesenhalden. Und aus diesem Eisenoxid wurde, weil die Dichte auch sehr hoch ist, dieses Ferrobar produziert. Hatte bessere Eigenschaften bei der Bohrung als Schwerspat, hatte ein bisschen Korrosionsproblem, Abrasionsproblem. Und eigentlich hätte das alles verkauft werden müssen, wenn man so gedacht hätte, wie man früher gedacht hat. Was er nicht wusste, war, dass die Firmen, die entscheiden, welches Bohrbeschwerungsmittel eingesetzt wird, dass das Firmen sind. Es gab damals 4 große Servicefirmen für das Grilling. Die hatten alle eigene Schwerspatfirmen. Und die hatten natürlich überhaupt gar kein Interesse, das Konkurrenzprodukt in die Palette aufzunehmen. Und die haben natürlich Versuche gemacht, haben gesagt, ist wohl ganz gut, aber alles führt zu nichts. Und ich werde die Geschichte nie vergessen, weil ich habe gesagt, irgendwas musst du als Vertriebsdirektor anders machen. Damals hieß der ja noch Vertriebsdirektor. Ich sitze in meinem Büro und lese eine Information über ein Seminar in Wuppertal für Wirtschaft, für Naturwissenschaften. Von Herrn Professor Engelhardt, Investitionsgütermann aus Bochum. Ich sitze hier in der Technischen Akademie, hatte von all dem überhaupt keine Ahnung, aber hatte die Bürde dieses Amtes zu tragen und Herr Engelhardt trainierte uns 1 Woche lang in Marketing. Und ich saß da und ich hatte das wie ein Blitz durchzuckt. Ich habe gesagt, das ist mein Ding. Chemie verstehe ich. International war ich wegen der Manganknoll. Ich durfte sogar nach USA reisen. Das war eine Zeit 1970, da durfte nur der Vorstand der Metallgesellschaft nach USA reisen. Die waren dann 4 Wochen unterwegs, haben alles aufgeschrieben und wir haben dann geforscht. Marketing. Herr Engelhardt sagte, Marketing ist die große Sache. Man produziert und forscht das, was der Markt braucht, der Kunde braucht. Und ihr Marketing-Leute seid die Transmitter und ihr erzählt allen in der Firma, was die zu tun haben. Ich sagte, das ist eine gute Sache. Ich kam dann von dem Seminar zurück und habe das versucht und habe Schiffbruch erlitten, denn keiner wollte natürlich das forschen und produzieren, was ich denen gesagt habe. So schwer waren die Anfangszeiten. Also das war 1974, da war von Marketing in der Chemie noch nicht so viel. Das machte man im Pharmabereich natürlich, im Konsumgüterbereich. Aber im Industriegüterbereich waren das ganz kleine Pflänzchen. Engelhardt war einer der ersten. Dann habe ich das mir alles autodidaktisch beigebracht. Und Marketing, Chemie und Internationalität habe ich dann immer wieder da promotet in all die Positionen, die vielleicht manche von Ihnen kennen. Also das ist meine Verbindung zu Wuppertal. Ich habe ihn lange noch immer wieder besucht und auch eingeladen in Firmen, bei ganz besonders hartnäckigen Fällen, die nicht einsehen wollten, wie wichtig Marketing ist. Zum Beispiel bei Goldschmidt, ich kann das ja auch immer erzählen, der Rittersatz ist ja da. Ich wurde eingestellt als Marketingvorstand von einem Vorstandsvorsitzenden, der Forscher war und jetzt Vorstandsvorsitzender war. Der hatte einen Marketingforscher eingestellt. Und ich sagte, jetzt geht man nach Marketing, wie ich das gelernt habe. Das lief aber nicht so. Und dann habe ich Herrn Professor Kotler engagiert, das war der Marketingguru in den USA für Marketing. Viele Bücher geschrieben. Ich
ich habe den dann kennengelernt, gesagt, Felix, tun wir den Gefallen. Wir machen eine Tagung in London für 100 Führungskräfte, bringen denen mal besonders den Vorstandsvorsitzenden Marketing bei. Ich flog mit dem Vorstandsvorsitzenden nach London, das fing an um 9 Uhr, Kotler gab richtig Gas, wie die Amerikaner das so machen, und die Miene von meinem Vorstandsvorsitzenden verfinsterte sich immer mehr, und in der Kaffeepause sagte er, Maya Gallo, das ist alles Blödsinn, ich fliege nach Hause. Und ich stand jetzt damit von der Führungskräfte und sollte den Marketing machen.